Herzlich willkommen an der Integrierten Gesamtschule Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen in Hamm an der Sieg. Wir freuen uns, dass Sie sich für die gymnasiale Oberstufe an unserer Schule interessieren. Diese möchten wir Ihnen in der Präsentation nun vorstellen. Zunächst möchten wir Ihnen einen kurzen Überblick über die Themen unserer Präsentation geben. Die integrierte Gesamtschule ist eine Teamschule. Die Besonderheit liegt in der Vielfalt der pädagogischen Kräfte, die zum Wohle der Jugendlichen und jungen Erwachsenen zusammenarbeiten. Die Schulleitung verfügt daher über pädagogische Koordinatoren, die für die einzelnen Jahrgangsstufen zuständig sind. Die MSS-Leitung ist Ansprechpartner für alle Schülerinnen und Schüler der Jahrgangsstufen 11 bis 13. Sie organisiert alle MSS-spezifischen Abläufe und trägt pädagogisch für die schullaufbahnbezogene Begleitung aller Schülerinnen und Schüler Sorge. Insbesondere schafft sie neben den Stammkursleitungen 11 Orientierung und Sicherheit beim Start in den neuen Schulabschnitt. An einer integrierten Gesamtschule können alle Abschlüsse bis zum Abitur erworben werden. Nach der Jahrgangsstufe 12 haben die Schülerinnen und Schüler den sogenannten schulischen Teil der Fachhochschulreife erworben. Dieser berechtigt nach einem anschließenden Praktikum bzw. einer Ausbildung zum fachbezogenen Studium an einer Fachhochschule. Die allgemeine Hochschulreife, kurz das Abitur, wird an der integrierten Gesamtschule nach 13 Schuljahren erreicht. Durch die landesweit zentralen Prüfungselemente ist das Abitur dem an Gymnasien gleichgesetzt. Es berechtigt zur Aufnahme eines Studiums an allen Universitäten und Fachhochschulen. Schülerinnen und Schüler, die den Sekundarabschluss 1 an einer IGS oder an einer Realschule Plus erworben haben, legen die Berechtigung zum Besuch der gymnasialen Oberstufe verbindlich vor Start des neuen Schuljahres im Sommer vor. Erst damit ist die Anmeldung gültig. Über die Erteilung der Berechtigung entscheiden die abgebenden Schulen. Sollte die Berechtigung nicht erwirkt worden sein, besteht die Möglichkeit einer Aufnahmeprüfung, die landesweit geregelt ist. Mit Aufnahme in Klasse 11 wird geprüft, ob in der Sekundarstufe 1 durchgehend von Klasse 7 bis einschließlich Klasse 10 eine zweite Fremdsprache belegt worden ist. Sollte dies nicht der Fall sein, besteht die Pflicht, in Klasse 11 mit Latein oder Französisch zu beginnen. Zudem hat man die Möglichkeit, die erste Fremdsprache ab Klasse 12 durch eine weitere Naturwissenschaft oder Informatik zu ersetzen. In Rheinland-Pfalz besteht beim Besuch der gymnasialen Oberstufe die Verpflichtung, neben 7 Grundfächern 3 Leistungskurse zu besuchen. Die Wahl der Leistungskurse sollte sich vor allen Dingen nach den Interessen, Neigungen sowie Berufswünschen der Schülerinnen und Schüler richten. Dabei gibt das Land Rheinland-Pfalz eine breite Kombinationsmöglichkeit an Fächern vor. Für die Fächerwahl bieten wir zudem auf unserer Homepage einen Selbsteinschätzungsbogen an, der bei der Auswahl unterstützen soll. Einige Fächer bzw. Fachgruppen sind für das Abitur verbindlich. Sie müssen folglich zumindest als Grundfach belegt werden. Die Leistungskurse haben in der Regel einen Stundenumfang von 4 bis 5 Stunden, die Grundkurse wiederum von 2 bis 3 Stunden. In dieser Übersicht sehen Sie die an der IGS in der Regel angebotenen Leistungskurse. Das Angebot richtet sich nach der Wahl der Schülerinnen und Schüler sowie den allgemeinen Kapazitäten. An dieser Stelle möchten wir schon auf die Videosequenzen zu den Leistungskurspräsentationen auf unserer Homepage aufmerksam machen. Sie sollen zudem eine Orientierung bei der Wahl bieten. Die IGS Hamm Sieg bietet für alle Schülerinnen und Schüler, die in der Jahrgangsstufe 11 starten, eine Einführungs- und Kennenlernwoche an. Diese Woche hat die Aufgabe, pädagogische Schwerpunkte zu setzen und auf die wissenschaftliche Arbeitsweise in der MSS vorzubereiten. Dabei legen wir besonderen Wert darauf, dass sich alle Schülerinnen und Schüler gegenseitig kennenlernen und an unserer Schule aufgenommen und wohlfühlen.
Bei dieser Einführungswoche, aber auch bei den Methodenworkshops, die sich im Verlauf des Schuljahres anschließen, unterstützt uns das Ministerium für Bildung Rheinland-Pfalz mit dem Projekt Stark ins Leben. Nach dieser ersten Orientierung dient die Jahrgangsstufe 11 im weiteren Verlauf der Niveaufindung und der Vorbereitung auf die sich anschließende Qualifikationsphase. Dazu gehört auch, dass man bis zu den Herbstferien die Möglichkeit hat, seine Leistungskurswahl im Rahmen der rechtlichen Vorgaben zu überdenken. In der Qualifikationsphase werden bereits Leistungen erbracht, die Teil der späteren Abiturnote sind. Dabei wird darauf geachtet, dass die Leistungsanforderungen sukzessive gesteigert werden. Dies spiegelt sich auch in der Anzahl und Dauer der Kursarbeiten sowie in deren Gewichtung bezüglich der Gesamtnote wider. In den 4 Halbjahren der Qualifikationsphase müssen einige Kurse verpflichtend zur sogenannten Abiturqualifikation eingebracht werden. Diese können der Übersicht entnommen werden. Von der Jahrgangsstufe 11 zur Jahrgangsstufe 12 findet eine Versetzung statt. Dabei sind die Versetzungsbedingungen sowie die Gewichtung von Noten zu beachten. Die konzeptionell für die Gesamtschulen verbindlichen Schüler-Lehrer-Elterngespräche werden auch in der Sekundarstufe 2 fortgesetzt. Dabei legen wir verstärkt Wert darauf, dass gerade die Orientierungsphase in der Jahrgangsstufe 11 durch ein gemeinsames Abschlussgespräch aller Beteiligten beendet wird. Die Jahrgangsstufen 12 und 13 sollten dann die Schülerinnen und Schüler dazu befähigen, eigenverantwortlich für ihre Leistungsentwicklung und für ihren Leistungsstand einzutreten. Dies dient der Vorbereitung auf die Aufnahme eines Studiums bzw. einer Ausbildung. Zudem bietet die IGS am Sieg in der gymnasialen Oberstufe die Möglichkeit zum Erwerb eines höherwertigen internationalen Sprachzertifikats zur Vorlage bei Universitäten sowie Ausbildungsbetrieben an. In der Jahrgangsstufe 11 findet zudem eine Studienfahrt im Rahmen unseres Fahrtenkonzeptes statt. Der Unterricht in der gymnasialen Oberstufe findet grundsätzlich auch am Nachmittag statt. Richtet sich er aber nach dem individuellen Stundenplan der Schülerinnen und Schüler. Deswegen bieten wir für Pausen und Freistunden, MSS-Pausenräume, eine Bibliothek bzw. Mediathek sowie ein Lernbüro an. Für die Verpflegung sorgen Kiosk und Mensa. Zusammenfassend lässt sich festhalten, dass sich die gymnasiale Oberstufe an der IGS am Sieg durch eine geeignete Orientierungsphase mit gezielter Unterstützung aber auch durch individuelle Entscheidungsoptionen auszeichnet. Dazu gehören die individuelle Leistungs- und Grundkurswahl, das Projekt Stark ins Leben sowie die Möglichkeit zur Anfertigung einer Facharbeit oder zu einer besonderen Lernleistung in Jahrgangsstufe 12. Bevor wir uns nun verabschieden, möchten wir Ihnen unsere Raiffeisen-Cloud als zentrales schulisches Kommunikationsmittel vorstellen. Gerade in schwierigen Zeiten ist die Schulgemeinschaft so miteinander vernetzt, dass fachlicher und persönlicher Austausch zwischen Schülern, Eltern und Lehrern jederzeit möglich ist. Zudem trägt die Raiffeisen Cloud dem Anspruch des selbstständigen Lernens in der gymnasialen Oberstufe in besonderer Weise Rechnung. Mit Start an unserer Schule werden alle Oberstufenschülerinnen und Schüler sowie auch Sie Teil dieser digitalen Gemeinschaft. Möchten Sie Einblick in den Schulalltag nehmen, dann schauen Sie sich die Videopräsentationen zu den Leistungskursen an. Diese sollen die Kurswahl erleichtern. Bis dahin sagen wir Tschüss und auf Wiedersehen bei den Beratungsterminen im Dezember bzw. Januar. Bitte entnehmen Sie die weiterführenden Informationen zur Aufnahme und Anmeldung unserer Homepage. Mama.